Hey, wir sind Theresa, Martha und Anna und wir sind die diesjährigen Praktikantinnen hier in Uppsala. Hier in Uppsala arbeiten wir am Newman-Institut, das ist die einzige katholische Hochschule in Skandinavien. Ansonsten arbeiten wir auch noch 3 Tage die Woche in Stockholm. Ich bin zum Beispiel bei der Caritas, eine soziale Einrichtung für Bedürftige. Genau, und Theresa und ich arbeiten noch 3 Tage die Woche in einem Kindergarten. Dort arbeiten wir in 2 verschiedenen Gruppen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ein typischer Arbeitsalltag am Newman aussieht. Das erklären wir euch mal kurz. Genau, zu unseren täglichen Aufgaben gehört es auf jeden Fall, das Café herzurichten und für den Tag vorzubereiten. Ansonsten kümmern wir uns jeden Tag um die Post und schauen, dass der Postraum fertig ist. Außerdem gibt es hier verschiedene Gästezimmer und für die sind wir zuständig. Das heißt, wir richten die her, wenn Gäste kommen und nehmen mit den Gästen Kontakt auf. Und wir helfen auch aus, wenn irgendwelche Events anstehen. Zum Beispiel war es in diesem Jahr das 20-jährige Newman-Jubiläum und dort gibt es auch immer einiges zu tun. Wie bereits gesagt, arbeiten Anna und ich ja an 3 Tagen in der Woche im katholischen Kindergarten in Stockholm und da bin ich in der Gruppe mit den etwas älteren Kindern, das heißt so zwischen 3 und 5 Jahren in etwa. Genau, ich arbeite in einer Gruppe, wo die Kinder zwischen 1 und 4 Jahre alt sind und unser Arbeitsalltag dort sieht eigentlich ziemlich ähnlich jeden Tag aus. Aber meistens machen wir einen Spaziergang oder verschiedene Draußenaktivitäten am Vormittag und am Nachmittag machen wir verschiedene Spiele halt einfach in der Gruppe oder basteln, genau, tun uns da mit verschiedenen Ideen aus. Ja, das heißt, wir unterstützen einfach die Erzieherin so ein bisschen und das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die einem sehr viel zurückgibt. Genau. Ich bin ja 3 Tage die Woche in der Caritas tätig, die liegt mitten in Stockholm auf Södermalm. Dorthin kommen Leute aus allen möglichen Ländern, super international dort, einfach in der Caritas einen Ort finden, an dem sie angenommen werden, wie sie sind. Wir sind da vor allem fürs Essen zuständig, das heißt, ich bereite das Frühstück vor und dann auch das Mittagessen. Ansonsten gibt es auch verschiedene Aktivitäten, die wir machen. Zum Beispiel haben wir schon einen Kinotag gemacht. Wir dürfen alles Mögliche einbringen, alle unsere Ideen und es macht sehr, sehr viel Spaß, dort zu arbeiten, auch weil das Arbeitsumfeld einfach super schön ist. Wir 3 wohnen hier in Uppsala super zentral, mitten in der Innenstadt eigentlich, direkt gegenüber vom Newman-Institut in einer WG. Ansonsten ist Uppsala auch ein sehr guter Ausgangspunkt, um die anderen Einsatzstellen zu besuchen einfach. Ja, aber in Uppsala habt ihr eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, was die Freizeitgestaltung angeht. Also es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und ein ganz wichtiger Teil davon sind hier auch die Nations. Die organisieren so das gesamte Studentenleben und wir sind eben auch einer beigetreten. Also wir können euch unsere Einsatzstelle hier in Uppsala nur ans Herz legen. Und vielleicht sitzt ihr ja im nächsten Jahr an dieser Stelle. Genau, okay. Okay. Hey, hallo!